Welches sind die Länder mit der größten Ungleichheit in Europa? Eurostat hat einen umfassenden Bericht über die europäischen Lebensbedingungen veröffentlicht. Bulgarien führt mit dem höchsten Koeffizienten für Einkommensungleichheit, gefolgt von Litauen, Lettland, Portugal und Malta. Betrachtet man auch Länder außerhalb der EU, weist die Türkei den höchsten Wert auf. Das Dokument berücksichtigt auch Menschen, die von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht sind. Millionen Menschen in der EU sind von Armut bedroht. Das sind 21,4% der EU-Bevölkerung. Das Gebiet mit dem größten Anteil ist das französische Departement Guyana, gefolgt von der süditalienischen Region Kalabrien, dem Südosten Rumäniens und einer weiteren italienischen Region Kampanien. Insgesamt gibt es 19 Regionen, in denen die Quote über 35% liegt. Viele davon liegen in Bulgarien, im Südwesten Griechenlands, in Südspanien, aber auch in Belgien, in der Umgebung von Brüssel sowie dem Schweizer Kanton Tessin.